Zauberkünstler ist ein Schauspieler, der die Rolle des Magiers spielt. Und da ist die Frau, die dieses schöne Zitat sagte, Roxane. Hallo. Ja, und das Zitat ist von Robert Houdin. Ist ein großer Zauberkünstler? Ja, eine Figur aus der Geschichte der Zauberkunst quasi. Ist es ein Vorbild? Also hast du Vorbilder so aus der Zauberei? Ja, also es gibt tatsächlich weibliche Zauberkünstler, die für mich als Vorbild fungierten. Und die verehre ich nach wie vor. Das ist zum Beispiel genau das, worüber ich direkt mit dir sprechen wollte. Denn wenn ich an Zauberkünstler denke, so die Großen, sehe ich immer nur die Männer. Mhm. Wieso sind so wenig Frauen in der Branche, die du machst? Früher wurden Frauen vielleicht, also früher in der Geschichte, als Hexen verfolgt. Frauen, die vielleicht etwas Übersinnliches gemacht haben oder etwas Unerklärliches. Lange Zeit waren auch in den Zauberclubs in Europa Frauen nicht erlaubt. Zum Beispiel in England noch, glaube ich, bis knapp in die 90er oder so wurden erst Frauen zugelassen. Das waren reine Männergesellschaften und jetzt nach und nach haben die sich geöffnet und die werden auch immer lockerer und es gibt auch immer mehr weibliche Zauberkünstler. Also kannst du dir vorstellen, dass wir irgendwann auch mal wirklich so große Namen haben, die dann jeder kennt, wo eine Frau Warum stellt? Nicht? Ja, warum nicht? Also könnte ich mir schon vorstellen. Wäre das ein Ziel von dir? Es ist nicht das erste Ziel von mir, ein großer Star zu sein, sondern ich genieße es, zu tun, was ich liebe. Und solange ich davon leben kann und Projekte mache, die mich erfüllen und die Spaß machen und die auch mir eine gewisse Entwicklung ermöglichen, bin ich total zufrieden. Was ist das, was dich so zufrieden macht an dem, was du tust? Es bietet jederzeit neue Herausforderungen einfach. Also man muss sich immer auf neue Situationen einstellen. Jeder Auftritt hat unterschiedliche Gegebenheiten. Wenn man an neuen Darbietungen arbeitet, ist man ganz lang auf der Suche, bis man schließlich das gefunden hat, was passt. Wunderbar, Roxane. Wir lernen dich gleich noch ein bisschen mehr kennen, werden noch ein bisschen mehr in dein Leben eintauchen. Mhm. Vorher geben wir ab in meinen ersten Beitrag und sind gleich zurück. Zum Ersten, zum Zweiten. Oh, wir sind ja bei Nagel. Zum Dritten verkauft. Herzlich willkommen am Zoos Nagel. Mein Name ist Rainer Kämmerer. Ich bin hier für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Nagel ist eines der führenden Auktionshäuser für Kunst in Deutschland. Und ja, es freut mich sehr, Sie hier willkommen zu heißen. Seit beinahe 100 Jahren versteigern wir hier unter dem Motto für die Kunst, von der Kunst, mit der Kunst. Das Besondere am Auktionshaus ist diese Nähe, die man zur Kunst hat, dass man nicht wie im Louvre zum Beispiel vor der Mona Lisa steht mit lauter knipsenden Japanern und hinter Plexiglas versteckt und hinter einer Absperrung versteckt, sondern man kommt richtig nah an die Objekte ran, kann sie berühren, kann sie anfassen. Man lebt wirklich quasi mit der Kunst. Ein Großteil der Auktionen besteht aus Designerschmuck und historischem Schmuck. Unter anderem ab und zu dann auch solche ganz, ganz besonderen Höhepunkte und Highlights wie diese ehemaligen Gewandknöpfe von August dem Starken. Und wir freuen uns sehr, dass die jetzt in unserer Auktion sind und sind schon sehr gespannt, was da letzten Endes das Ergebnis sein wird. Der höchste Zuschlag, den wir erreicht haben, war im letzten Dezember 7,3 Millionen Euro für eine chinesische Drachenvase. Dass dieser Preis so wahnsinnig hochgegangen ist, lag daran, dass es mindestens zwei Chinesen gab, die der Meinung waren, dass es sich um ein kaiserliches Objekt handelte und eben aufgrund dieses Verdachtes bereit waren, so eine hohe Summe dafür auszugeben. Wir richten zu jeder unserer Auktionen aufwendig inszenierte Besichtigungen aus, zu festen Öffnungszeiten, 5 bis 7 Tage vor der Auktion. Und die Experten stehen in der Besichtigung, können angesprochen werden, die Objekte können angeschaut werden und das alles umsonst. Und ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen, kommt vorbei, schaut es euch an, wir freuen uns auf euren Besuch. Und wir sind zurück mit der zauberhaften Roxane. Zauberhaft, weil du sowieso zauberhaft bist, aber weil du das auch beruflich machst. Ja. Eigentlich sollte der Weg aber ursprünglich mal woanders hingehen. Du wolltest Grundschullehrerin werden, hast das Studium auch abgeschlossen und dann ist was passiert. Dann hatte ich bereits schon während des Studiums eine Zauberdarbietung entwickelt, gemeinsam mit Eberhard Riese und Topaz. Die haben mir da federführend geholfen. Mit der bin ich dann international bei Wettbewerben unterwegs gewesen und das hat auch schon das erste Varieté-Engagement gewunken sozusagen. Und bin sehr froh, ich mache das jetzt seit 19 Jahren quasi hauptberuflich. Und wir sind jetzt im September mit unserem neuesten Programm zu sehen. Das hatte im Februar Premiere im Theaterhaus. Das Besondere an diesem Programm ist, dass wir da sozusagen ein Best-of zusammengepackt haben.
Topaz hat einige Darbietungen, wo er Zauberkunst und Musik verbindet. Und das Besondere an diesem Programm ist, dass außer uns noch eine fantastische Liveband auf der Bühne steht, die den ganzen Abend live begleitet. Und das hat eine unglaubliche Dynamik und macht wahnsinnig Spaß mit denen. Jetzt müssen wir mal aufklären, Topaz ist nicht nur einfach Topaz, sondern das ist dein Ehemann. Mhm. Der hat dich auch so ein bisschen zur Zauberei mehr gepusht, oder? Ja, also ich glaube, ich würde ohne ihn das jetzt nicht hauptberuflich machen. Es war tatsächlich so, dass ich unabhängig von ihm schon als eigentlich Kindergartenkind begonnen habe zu zaubern mit Zauberkästen und mit Büchern. Und haben uns dann gegenseitig die Zauberkästen gezeigt und haben uns dann sozusagen gefunden. Und seitdem unterstützt er mich und wir machen gemeinsam unsere Darbietung, entwickeln wir ihn gemeinsam. Er hilft mir sehr, sehr viel. Ich finde das witzig. Weißt du, ihr zeigt euch die Zauberkästen, andere die Briefmarkensammlung. Ja. Und wir können ja mal sagen, Topaz sitzt da hinten und arbeitet fleißig. Wie ist es, mit dem eigenen Mann zu zaubern? Es ist fantastisch, weil es ist tatsächlich ein sehr spezieller Beruf mit Höhen und Tiefen und jemand mit einem 9-to-5-Job, der kann das nicht wirklich nachvollziehen, dass man viel reist, dass man besondere Arbeitszeiten hat. Und wenn man dann mit so jemandem zusammenlebt, der das eben auch macht, dann hat man das Verständnis dafür und kommt eher mit diesen extremen Zeiten, die man dadurch lebt, auch zurecht. Es klingt nach einem sehr, um jetzt mal wieder den Kreis zu schließen zu meinem Anfang, wie wir hier eingestiegen sind, nach einem sehr zauberhaften Leben, das ihr führt. Also ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr privilegiert, dass ich wirklich das tun kann, was ich liebe, zusammen mit dem Menschen, den ich liebe. Das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber es ist ja tatsächlich so. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Situation, dass das so möglich ist. Ach, sehr schön. Wenn Liebe in der Luft ist, bin ich auch immer ganz dankbar. Ja. Wir schalten jetzt ganz kurz weg in die Werbung und sind gleich zurück. Ja, und wir sind zurück mit Roxanne und wir können ja schon mal verraten, dass wir gleich noch ein bisschen Magie hier walten lassen, weil wenn wir dich schon da haben. Aber jetzt möchte ich über eine ganz tolle Sache reden und die Bilder sehen Sie jetzt, während wir sprechen. Du bist über dem Königsbau geschwebt. Ja, wow. Das war echt was Besonderes. Wir haben das als kleine Werbeaktion gemacht, weil wir ja eben diese Showproduktion mit Liveband im Theaterhaus haben. Und andere berühmte Künstler hatten ja auch Werbegigs auf den Dächern, wie zum Beispiel die Beatles, die haben so ein Dachkonzert mal gemacht. Und da dachten wir, dann machen wir das natürlich auch. Und der Königsbau ist einfach eine fantastische Location dafür. Da hat man dann auf der Königstraße auch ein bisschen was mitbekommen. Und da oben zu schweben, das ist wirklich die pure Freiheit unter offenem Himmel. Das lief ganz toll. Hätte das auch schief gehen können, da oben so live vor Publikum? Live-Zaubergekunst kann fast immer schief gehen. Wie oft geht es dir so schief, prozentual? Zum Glück ganz wenig. Ja. Und oft merken es als Zuschauer gar nicht. Und wenn mal was schief geht, dann tut man so, als ob es so gehört. Sehr schön. Und man muss auch mal sagen, was hier auch hinter uns steht, das bist du blau angemalt. Und zwar ich bin manchmal auch ein Alien. Mit Miras Sternenreise am Start. Du zauberst auch für Kinder. Was ist der Unterschied, wenn ich für Kinder zauber, beziehungsweise wenn du für Kinder zauberst oder für Erwachsene? Also Kinder sind wirklich ein besonderes Publikum, weil die haben noch keine Filter oder sowas eingebaut quasi. Die wissen noch nicht genau, da applaudiert man, da lacht man oder sowas, sondern die Reaktionen von den Kindern kommen ganz natürlich von innen raus oder eben nicht. Wir zaubern jetzt auch. Wir müssen uns ganz kurz einmal mental vorbereiten. Das machen wir. Und dann sind wir gleich zurück. So, und wie versprochen haben wir uns jetzt in unser Bühnenoutfit geschmissen. Ja. Yeah. Wir glitzern noch ein bisschen mehr und wir machen jetzt Magie. Wir machen jetzt Magie. Also du machst jetzt Magie. Du machst mit. Nein. Und du hast ganz viel Fantasie mitgebracht. Ja. Ich habe hier nämlich ein Kartenspiel dabei. Sehr schön. Ja. Ich würde es dir gerne mal geben. Danke. So, sehr schön, schön vorsichtig halten. Und jetzt würde ich dich bitten, einmal die Karten ganz doll durcheinander zu bringen. Mischen oder in die Luft schmeißen? Lieber mischen, sonst müssen wir alles hier auf. Ja, wenn du es vorher noch aus der Schachtel rausnehmen würdest. Natürlich. Perfekt. Du machst es ganz toll. Ich habe einen 2,5-jährigen Sohn, man muss da ab und zu mal Fantasie haben. Bist du fertig? Ja. Ja? Dann machst du dir einmal einen schönen Fächer. Einen schönen Fächer. Okay, siehst du alle Karten? Ja. Sehr schön. Du darfst dir jetzt die Karte deiner Wahl raussuchen. Ich drehe mich auch weg, damit ich nicht spiegeln kann. Genau. Du nimmst eine Karte, die du dir aussuchst. Ja, habe ich. Und dann steckst du sie verkehrt herum in den Kartenfächer hinein. Ja. Erledigt? Ja.
Gut, den Fächer bitte wieder zusammen machen. Hast du noch die Schachtel greifbar? Die liegt auf meinem Schoß. Sehr schön. Bitte die Karten wieder in die Schachtel geben. Sehr gerne. Sehr schön. Wenn du fertig bist, gib Bescheid. Ja. Dann darfst du mir die Karten... Darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Machst du das eigentlich? Also müssen bei dir im Programm Leute auch immer mitmachen? Nicht immer, aber zum Beispiel beim Kinderprogramm darf ein Kind schreiben sogar. Ah, wirklich? Aus dem Publikum, okay. Genau. Hast du gesagt, ich wiege zu viel bei mir und darf, machen wir lieber das hier mit den Karten? Ich dachte. Das ist auch lustiger. Du darfst mir bitte die Schachtel geben? Wunderbar. Ja. Sehr schön. Also, du hast dir die Karte gemerkt, die du umgedreht hast? Ja. Sehr gut. Dieses Kartenspiel, was du da gerade gemischt hast, habe ich jetzt hier materialisiert. Das gibt es nämlich tatsächlich. Und du darfst mir jetzt verraten, welche Karte du gewählt hast und umgedreht hast. Soll ich das jetzt echt machen? Sag's mal echt. Herz-Ass. Herz-Ass. Okay. Herz-Ass. So, dann wollen wir mal schauen. Mit diesem Kartenspiel ist nur eine Karte umgedreht. Ich wusste nämlich, dass du Herz Ass wählen würdest, weil du bist so der Herz Ass-Typ. Glaubst du mir das? Ah, jetzt schon. Guck mal, und als wahrer Beweis ist Herz 8 die einzige Karte in diesem Kartenspiel mit einer blauen Rückseite. Zauberei! Ich bin sehr beeindruckt. Das freut mich. Und jetzt gehen wir zurück in meinen letzten Teil mit uns beiden. Ich muss nachdenken, wie geht das? Ich glaube, das machen wir. Ja, wir sind schon am Ende, Roxanne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Welt gegeben hast. Und meine Sendung endet immer mit zwei Veranstaltungstipps. Und deinen darfst du bitte jetzt in die Kamera sagen. Mein Veranstaltungstipp ist Froggy Night im Renitenztheater. Die nächste Froggy Night ist am kommenden Donnerstag. Da ist als Talk-Gast Ralf Morgenstern dabei. Aber diese Reihe gibt es öfters. Also im Herbst sind auch weitere Froggy Nights da zu sehen. Also ein sehr schöner Tipp. Und mein Tipp ist natürlich, merken Sie sich's vor, kennen Sie vielleicht auch schon, waren Sie schon da. Man muss immer wieder hingehen. Flammende Sterne in Ostfildern im August. Da natürlich auch ganz viel Spaß. Bin gespannt, was wir noch von dir hören. Alles Gute für dich und deinen Göttergatten. Vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht. Mir auch und ja, Ihnen natürlich eine gute Zeit und bis dann. Tschüss. Tschüss.